Das ist der nagelneue Zug HF6 der Düsseldorfer Rheinbahn. Höchste Ingenieurskunst im Zebra-Look. Bei der Testfahrt auf Linie 79 läuft alles nach Plan. Nur beim ersten U-Bahnhof in Duisburg schrammt irgendwas am Bahnsteig. Wir mussten ja erst mal gucken, woran liegt es. Ne? Hat der Hersteller falsch gebaut? Nein, hat er nicht. Wir haben falsch bestellt. Oh, vielleicht die falsche Größe? Es ist schlicht von uns vergessen worden, diese dort notwendigen Maße, die man freihalten muss, mit einzuschreiben in das Lastenheft, worauf dann so eine Fahrzeugkonstruktion basiert. Die Planer bei der Rheinbahn in Düsseldorf haben nämlich eine Kleinigkeit vergessen. Duisburg. In Duisburg haben wir eine Situation, die wir in Düsseldorf nicht kennen. Wir haben dort Hoch- und Niederflurbahnsteige quasi hintereinander. Das ist eine Kombination von beidem. Wie gemein. Und die Niederflurbahnsteige sind in Duisburg leider einen Tick breiter. Und das ist den Fachleuten blöderweise irgendwie durchgerutscht. Bei so einer Bahn sind tausende von Punkten zu beachten. Dass man gerade diese Haltestellen vergessen hat, wo wir schon lange so reibungslos durchfahren, ist besonders ärgerlich. Ja, zumal die 43 neu bestellten Bahnen 120 Millionen Euro kosten. Dabei ist der neue Zug nur ein klitzekleines Stück zu breit, untenrum. Es geht ungefähr um 6 cm, also auch nicht um unendliche Größenordnung, aber trotzdem 6 cm haben oder nicht haben an der richtigen Stelle. Ja, besser nicht haben. Wahrscheinlich können die neuen Züge leider nicht mehr umgebaut werden. Vielleicht können die ja woanders fahren, nur eben nicht in Duisburg. Oder wie wäre es, wenn man das untere Gestänge etwas einfettet? Dann flutscht es bestimmt auch in Duisburg.